Lieber Peter Kuckle, für dich ist es das erste Mal, dass du eine Lithografie gemacht hast. Was ist für dich das Besondere an dieser Art von Druckverfahren? Die Technik ist sehr komplex, also sie erlaubt sehr nuancierte Oberflächendetails und es sind viele Arbeitsschritte, die man erstmal irgendwie sehen und nachvollziehen muss. Ich meine, die Motive, mit denen ich arbeite, sind relativ überschaubar. Das sind einige wenige. Es ist eigentlich so etwas wie ein visuelles Vokabular. Also die Glühbirne, das Gehirn, das Ameisenmotiv, das Röhrensystem. Was die Motive wahrscheinlich gemeinsam haben, ist, dass sie in einer gewissen Weise universell sind. Also es ist keine größere Erläuterung dazu notwendig, sondern es ist eigentlich unabhängig von einem spezifischen kulturellen Umfeld, ist es lesbar oder interpretierbar. Wahrscheinlich haben all die Motive in irgendeiner Form mit komplexen Systemen und mit Informationen zu tun. Im Vorfeld hattest du überlegt, eine Apparatur auszuprobieren, die direkt auf den Stein zeichnen kann. Ich glaube, das ging nicht, weil die Steine zu empfindlich sind. Welchen Weg hast du jetzt gewählt? Also das wäre zu kompliziert gewesen. Also wir haben auch jetzt bei dem Prozess sehr viele Variablen in diesen Entscheidungsprozessen und es ist gut, wenn man nicht zu viele Baustellen parallel zu bedienen hat. Also das war irgendwie der Grund, dass es wäre eine Art von Plotter gewesen, der vorgesehen war. Also jetzt ist die Zeichnung, wird jetzt aufgebracht mit Offset-Platten, also mit Druckplatten, wie sie im Zeitungsdruck oder im Drucken von Büchern verwendet wird. Und die Lithografie ist ein historischer Vorläufer des Offset-Drucks, also insofern verschränkt sich das vom Medium her. Also es trifft die alte Variante am Stein und mit Säure auf die gegenwärtige Variante, die aber ohnehin auch ein Auslaufdatum hat, weil das jetzt alles durch Digitaldruck ersetzt wird. Aber im Prinzip ist so in der Tätigkeit hier, ist es eine Überlagerung von verschiedenen historischen Ebenen der Drucktechnik. Also die Lithografie ist eine Erfindung aus dem 17. und 18. Jahrhundert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die Zeichnung, meine Zeichnungen sind generiert mit Computern. Also das ist irgendwie ein Medium der letzten 30, 35 Jahre. Und das sind dann wahrscheinlich zwei Oberflächen, die aufeinandertreffen. Darüber hinaus hast du den Hintergrund händisch auf den Stein aufgetragen mit einem Pinsel, was bei dir nicht mehr so oft vorkommt. Es kommt nicht mehr so oft vor, aber ich habe es ja gelernt, also ich habe so begonnen. Dadurch sind noch mehr Ebenen zustande gekommen. Ja, man sieht es dann an den Blättern, also das sind natürlich auch durch diese Flüssigkeiten, Fett, Säure sind das sehr, sehr, sehr komplexe organische Oberflächen, die da entstehen. Sehr, sehr detailreich. Mochtest du den Umgang mit Lithografie? Könntest du dir vorstellen, noch mehr von diesen Arbeiten zu machen? Die Werkstätte ist super hier, ja. Also würde ich jederzeit wieder tun. Super Team, super Werkstätte.